Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder einen total verrückten Anruf mitgebracht. Ihr kennt ja sicherlich aus dem Wasserbereich so Sportschwimmer und Schwimmerinnen, die so Nasenklammern tragen müssen, wenn sie zum Beispiel kopfüber im Wasser tauchen und mit den Füßen oben über der Wasserfläche rumpatscheln und dann da irgendein tolles Bild entstehen soll. Gibt's auf Amazon ganz günstig und jetzt hier zu hören. Viel Spaß! Hallo, bitte. Guten Tag. Ja? Guten Tag. Ich rufe aus Media Connect, also von Spinix Volksplattform. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Also, wir haben heute Termin um 16 Uhr mit Ihnen. Wir haben heute Morgen gesprochen. Ach ja. Also, ich wollte Ihnen gerne helfen, um Ihre Kontakte zu wählen, wenn Sie Zeit haben. Ja, ich habe gerade Zeit. Also, jetzt, ich möchte Ihnen ganz kurz Informationen geben. Ah ja, toll. Also, ja. Ja. Also, können Sie die Lautsprecher aufmachen, bitte? Nee. Warum? Weil die Taste ist kaputt. Kaputt? Ja, die Taste geht nicht mehr. Die also ist ausgebrochen. Ich höre meines aus. Was denn? Ein bisschen aufmachen, bitte. Wie soll denn das gehen? Also, jetzt Sie haben angemeldet auf unsere Plattform, ist richtig? Haben Sie Erfahrung über diese Plattform? Nee, die Plattform, die sagt mir nichts. Vorher irgendwo getradet, investiert? Nee. Nee. Also, ist es kein großes Problem, dass Sie keine Erfahrungen haben, weil Sie nach der Kontoaktivierung einen Kontoberater anrufen wird, ja? Ja. Und er wird Ihnen erklären, wie das ganze System funktioniert und wird Sie unterstützen. Ja, das ist ja ein Ziel. Also, wie bitte? Ich sagte, das ist entzückend. Ich höre Sie ganz schlecht. Ja? Warum? Bitte, die Lautsprecher aufmachen, bitte. Na, da habe ich doch gesagt, die Taste ist abgebrochen. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ja, natürlich. Mhm. Aber ich höre meine Stimme, also das ist sehr schlecht, also ich kann nicht ganz gut sprechen. Ja, vielleicht ist auch Ihr Telefon kaputt. Oder ganz kurz, also bisschen aufmachen. Können Sie das machen? Da habe ich Ihnen noch erklärt, das geht nicht. Da ist die Taste abgebrochen. Das geht nicht. Nee, da ist die Taste kaputt. Okay, dann probieren wir, ja. Also, wenn Sie keine Zeit haben, wir haben auch MT4 Programme, also Sie können automatisch sprechen, automatisch spielen, ja, oder manuell. Was meinen Sie denn mit spielen? Ich dachte, da geht es um Geld. Wieso soll man da jetzt spielen? Mhm. Ja, also, wenn Sie möchten, unsere Kundenbetreuer werden Sie anrufen, ja? Also, das ist noch besser, weil Sie haben keine Erfahrung, aber wenn Sie möchten, also Sie können natürlich selber spielen, traden, also mit manuellem System oder mit, also automatisch spielen, können Sie das auch machen, wenn Sie keine Zeit haben zum Beispiel. Aber wenn Sie mit unseren Kundenbetreuer sprechen und traden, das ist noch besser für Sie, weil also Sie sind nicht allein, Sie werden Sie über Forex und aktuelle Aktien und Neuigkeiten informieren. Ja, außerdem, wie das System funktioniert, und ich Ihnen alles besser darüber erzählen. Also das ist sehr wichtig. Wenn Sie auf die Börse, den Markt und den Accountmanager hören, ist Ihre Gewinnpotenzial immer höher. Und also es gibt viele Betrügerfirmen, Sie müssen vorsichtig sein. Also das ist so auf unserer Plattform. Sie können nur Mindestbetrag mit 250 Euro können Sie Ihre Konto starten und dann Sie können sofort anfangen zum Traden. Zum Beispiel Sie können auch probieren, also mit Demo-Konto oder also Sie können mit echte, also Konto auch traden, weiter traden. Aber wenn Sie möchten, mit Demo-Konto auch können Sie traden. Und wenn Sie Gewinn haben, also Sie können sofort Ihre Geld auszahlen, ja? Und wenn gefällt Ihnen, Sie können noch weiter traden. Das ist Ihre Entscheidung, wie Sie möchten. Sie können also mehr Geld auch investieren. Also, das ist Ihre Entscheidung. Aber für Kontoaktivierung, also ich muss Ihnen helfen. Also wir können jetzt Ihre Konto starten. Herr Kaki Fein, ist richtig?
Ja, Herr Kognifein ist richtig. Aber ich hab da mal noch eine Frage. Weil Sie haben dann gesagt, man spielt da mit dem Geld. Aber meine Mutti hat immer gesagt, mit Geld spielt man nicht. Also, Herr Kaki, ein Moment bitte, Kognifein. Naja, und dass wir hier wohl mit einem unseriösen Telefonunternehmen sprechen, ich denke mal, das sollte sich jetzt hier schon, von alleine erledigt haben. Denn, naja, jetzt könnte man schon fast vermuten, dass hier ein Fünfjähriger mit dem Unternehmen telefoniert und sein Spielzeug dafür verkaufen will. Keine Ahnung. Also spätestens hier hätte sie vielleicht mal nachfragen können. Aber naja, letztendlich geht's ja nur darum, dass man deren Konto füllt, ne? Von wem das Geld dann nachher letztendlich kommt, ist ja scheißegal. Ja, Herr Kackefein. Ja, Herr Kackefein. Also, müssen Sie jetzt Ihre Konto aktivieren? Das wollte ich Ihnen fragen. Also mit 250 Euro. Also aktivieren, ja. Aber was kann man dann noch so alles machen? Geht doch ein bisschen mehr, weil das wirkt zu wenig. Aber ich habe Ihnen erklärt, also das ist so, mit 250 Euro können Sie Ihre Konto starten und dann... Also wir sind Aktivierungsabteilung. Ich kann Ihnen nur helfen, also um Ihr Konto aktivieren, ja? Und dann, unsere Kundenbetreuer werden Sie anrufen und dann Sie können alles, also mit die Kundenbetreuer besprechen und reden, weiter investieren und die erklären über diese Plattform und die Börse und Forex, also und aktuelle Aktien natürlich und Neuigkeiten informieren. Also Sie können alles nochmal fragen. Und also ich kann Ihnen ganz kurz ein Beispiel geben. Das ist sehr wichtig. Vielleicht Sie wissen das auch. Also das Unternehmen berichtet dreimal im Jahr über seine Gewinne. Ja, es stieg von 1 Einheit auf 90 Einheiten, nachdem Netflix im vergangenen Jahr Gewinne und Verluste Tabellen bekannt geben. Also mit anderen Worten, Kunden, die Netflix kaufen, also sahen einen Gewinn von 90%. Das ist ein sehr großer Unterschied, Sie wissen auch vielleicht. Also jetzt werden einige Unternehmen ihre Gewinn- und Verlusttabellen bekannt geben, wie Tesla oder Pfizer, Ethereum, Nasdaq, Deutschland. Also es wird populärer, wenn sie bekannt geben, wie viel Gewinn sie gemacht haben und ihre Preise steigen, also wenn sie popular sind. Das ist nur ein Beispiel, aber wie ich gesagt habe, das ist Ihre Entscheidung, also mit welchen Währung oder zum Beispiel Tesla ist jetzt die berühmteste Reden, also Aktien, sagen wir, oder? Also, das ist so. Das können Sie später auch den Kundenbetreuer fragen. Sie können also zusammen entscheiden, ja, wie Sie möchten, wie Sie also weiter investieren. Mit welchen Währungen also müssen Sie traden, investieren. Okay? Naja, die nette Tante labert ja wieder ziemlich viel. Und okay, und so und so weiter und vielleicht und eventuell und hier mal noch ein bisschen und da noch mal ein bisschen. Nur Sinn ergibt das alles nicht, was die nette Tante da erzählt. Tja, also, dass hier irgendwas an dem ganzen Laden wieder von vorne bis hinten stinkt, das ist klar. Aber naja, das Schlimme ist, dass halt eben tatsächlich Menschen auf sowas drauf hineinfallen, ne? Und das ist hier schon wieder eine von der ganz besonders dummdreisten Sorte. Überhaupt kein Wissen liefern, keine Informationen liefern und einfach nur die Kunden verarschen. Ja, und wie viel Geld kann man da verdienen? Also wenn sie gewinnt, also wenn sie Geld gewinnt haben, also das kommt über also ihre Konto. Und Sie können ganz einfach mit Ihrer Anmeldename und Passwort reingehen und dann, also Sie können Ihr Geld zurück auszahlen. Und wie viel Geld ist das denn? Mhm. Sie haben schon ein Konto, ja? Nur mit Ihrer Anmeldename und also Benutzername und Passwort reingehen und dann auszahlen. Ja, und wie viel Geld ist das denn? Sie können auch selber starten, aber wir möchten Ihnen helfen. Also für Kontoaktivierung und weiter für Informationen. Deswegen, also wir sind Callcenter. Deswegen, also wir helfen unsere Kunden. Das können Sie auch selber machen. Mhm. Und wie viel Geld kriegt man denn da raus? Jetzt. Wie bitte? Und wie viel Geld kriegt man denn da wieder raus?
Das zum Beispiel, mit welcher Karte haben Sie eingezahlt haben, das kommt wieder zurück wie, über diese Karte, ja? Ganz einfach auszahlen, können Sie auszahlen. Ja, aber wie viel Geld kriegt man denn da raus? Also auf Ihre Konto. Ja. Ja, können Sie, wie ich gesagt habe, mit Benutzername und Passwort reingehen und dann auszahlen. Das war's. Ja, wie viel? Mhm. Wissen Sie Ihre Benutzername und Passwort? Haben Sie schon mal probiert? Ja, aber warum antworten Sie auf meine Frage nicht, die ich Ihnen jetzt 7-mal gestellt habe? Ja. Ja? Ja, ich habe doch die Frage jetzt schon 7-mal gestellt. Aber Sie antworten ja mal was anderes und nicht auf meine Frage. Sie haben schon nicht eingezahlt, Herr Katifein. Ja, aber die Frage war, wie viel man da verdienen kann. Wie viel Geld kommt denn da raus nachher? Also, wenn Sie jetzt eingezahlt haben, ja, Ihre Konto aktiviert haben, und dann, wenn Sie möchten, Ihre Geld auszahlen, das kommt wieder zurück auf Ihre Karte. Also, nur Sie können mit Benutzernamen und Passwort anmelden und dann können Sie auszahlen. Sie antworten nicht auf meine Frage. Ich habe gefragt, wie viel. Also, was möchten Sie jetzt? Zum 9. Mal. Wie viel Geld kann ich dann auszahlen? Mit 250, aber ich habe schon gesagt, Herr Kakifein. Nein, Sie haben nicht gesagt, mit 250. Verstehen Sie irgendwie kein Deutsch? Ich habe gefragt, wie viel Geld ich auszahlen kann. Mit 250 Euro können Sie Ihre Konto starten, ja? Ja, und wie viel kann ich auszahlen? Und natürlich 250 Euro können Sie auszahlen. Ja, ich meine aber nach dem Gewinn. Das ist. Wie viel ist denn das denn? Ja, nach dem Gewinn. Nein, nein. Also mit 250 Euro können Sie starten, ja, das ist so. Und dann zum Beispiel, wenn Sie 500 Euro gewinnt haben, ja, dann können Sie diese Geld auszahlen. Das ist Ihre Geld. Ja, aber die Frage war, nicht wie viel Geld habe ich dann nach einem Monat raus? Mhm. Aber Herr Kötifein, wir sind, Also bei der Frau, denke ich, ist einfach ein Gehirn nicht mal ansatzweise existent. Ich stelle immer wieder die gleiche Frage. Ich bekomme jedes Mal eine andere Antwort, aber nie auf meine Frage. Was ist denn mit der völlig falsch? Also die muss nicht nur vom Wickeltisch gefallen sein, die muss von einem Tornado erfasst worden sein und durch den Windstoß gegen eine Hauswand geklatscht. Also, hä? Versteht die einer? Aktivierungsabteilung, ja? Also Sie können mit unserer Kundenbetreuer diese alle, also weitere Informationen alles zusammen sprechen. Können Sie alles nochmal fragen. Also ich kann Ihnen helfen, nur Ihre Konto aktivieren, Herr Katifein. Ja, also muss ich erst was einzahlen also und weiß gar nicht, wie viel ich da rausholen kann. Und ganz kurz Informationen also auf unsere Plattform geben, ja, dass also für Investitionsplattform, also für Investieren treten, weitere Informationen, also unsere Kundenbetreuer können sie Ihnen also geben, helfen, ja. Aber mein Arbeit ist also Kontoaktivierung. Verstehen Sie mich, Herr Katzfein? Nee, weil ich will doch vorher wissen, wie viel ich auszahlen kann. Also zum Beispiel, 250 Euro haben Sie eingezahlt, ja? Ja, und wie viel kann ich denn nach einem Monat abheben? Das war wahrscheinlich, also, Probezeit, ja, für 2 Monate, oder muss ich fragen, also ganz kurz, Moment bitte. Also, die weitere Information normalerweise unsere Kundenbetreuer gehen, also, die wissen noch besser, ja. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte, ich warte auf.
Ganz kurz, Moment. Also jetzt, also Sie möchten wissen, wie viel Geld Sie monatlich abheben können, ja, auch zahlen. Ja, wegen dem Gewinn. Also wie viel Gewinn ich da mache. Ja, also natürlich, es gibt Unterbrechungen, aber wie ich gesagt habe, das weiß ich nicht ganz besser. Also mein Abteil, also ich bin Aktivierungsabteilung deswegen. Normalerweise Sie können Ihre Geld auszahlen, aber die Unterbrechung. Einen Moment. Also da muss man ja mal drauf hinweisen. Das Gespräch dauert jetzt hier bummelig 15 Minuten. Die gleiche Frage, die ich ihr immer wieder stelle, ist, wie viel Profit mache ich da? Wie viel kann ich mir nach einem Monat auszahlen, wenn ich 250 Taler da reinstecke? Und sie braucht mittlerweile über 10 Minuten, mir diese Frage zu beantworten. Naja, ich glaube, in einem seriösen Unternehmen können wir hier auf gar keinen Fall gelandet sein. Tja, aber so ist das eben mit den Trading-Betrügern. Sobald man Fragen stellt, hat sich's eigentlich mit dem gesamten Gespräch schon erledigt. Denn Fragen sind dort nicht erwünscht. Grundsätzlich soll man nur sein Geld einzahlen und die Klappe halten. Für mehr ist der ganze Anruf eigentlich gar nicht da. Aber witzig. Immer rufen sie an und sagen, die wollen helfen. Ja, aber sobald man mal eine Frage stellt, also Hilfe stelle ich mir so vor, dass ich Fragen stellen kann und dann auch Antworten bekomme. Oder zumindest, da jemand sitzt, der weiß, woher ich die Antworten bekommen kann und, naja, tut dann alles dafür. Denn letztendlich ruft er doch an und sagt, er will mir helfen. Oh, aber im Grunde genommen will er mir nur helfen, meine Kohle zu erleichtern. Mehr Sinn und Verstand hat dieser ganze Anruf nicht. Ich warte auch. Noch ganz kurz auch. Moment bitte. Sind Sie da, Herr Kakifai? Ja, ich bin noch am Apparat. Okay. Ganz kurz, Moment auch. Also, ich rede jetzt. Normalerweise natürlich, es gibt immer Unterbrechungen auftreten, also für Investitionsplattformen, ja. Das wissen Sie schon wahrscheinlich, ja, aber das weiß ich nicht ganz genau. Also, weil ich gesagt habe, wir sind ab Aktivierungsabteilung. Also, einen Moment. Also immer wenn die Tante ihr Gesicht aufmacht und da irgendwelche Töne rauskommen, dient es nur dazu, irgendwie die Zeit zu füllen. Aber irgendwelchen Sinn dahinter, was die da überhaupt sagt, habe ich bis jetzt noch nicht erkannt. Haben Sie vorher schon mit unserer Kollegin gesprochen? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Haben Sie keine Antwort bekommen? Was meinen Sie? Keine? Was meinen Sie? Als, wie bitte? Was meinen Sie denn? Nicht gesprochen, ja, vorher. Nicht, dass ich wüsste. Sind Sie, ist Ihre Konto neu oder? Einen Moment. Ich sehe jetzt, heute haben Sie schon registriert. Was meinen Sie? Nein, ich meine, vorher haben Sie schon gesprochen, also mit unserer Kollegin. Haben Sie keine Antwort bekommen von uns? Nö, sonst hätte ich ja die Fragen nicht. Hm? Okay, dann wie haben Sie uns erreicht? Sie haben mich doch erreicht. Wie haben Sie registriert? Also mit einer Werbung oder? Und das weiß ich jetzt nicht mehr. Sie haben die CFD Benefit mit dieser Werbung haben Sie schon registriert, oder? Wie meinen Sie das? Herr Kakifain, ich verstehe Sie nicht. Also, ja, wenn Sie möchten nicht investieren, ich kann Ihnen nicht helfen, ja? Also, wir sind Aktivierungsabteilung. Wir haben viele Kunden und ich habe viele Arbeit jetzt. Wenn Sie möchten traden, investieren, ich kann Ihnen helfen, ja? Also, aber wenn Sie möchten nicht, dann machen wir nichts, Herr Kakifain. Ja, ich weiß ja nicht, was Sie von mir möchten. Mhm. Wie haben Sie uns erreicht? Also mit einer Werbung oder mit was? Das weiß ich nicht, Sie rufen doch mich an. Gibt es, wie bitte? Ich meine, das weiß ich doch nicht, Sie rufen mich an. Nein, normalerweise, also unsere Kunden, mit, also
wahrscheinlich oder wahrscheinlich sie haben auf diese Werbung geklickt, ja, und es dann automatisch ein Konto erstellt oder ein E-Mail, oder sie haben selber registriert, also das können sie auch machen. Aber erinnern Sie, also haben Sie mit einer Werbung uns erreicht? Also mit einer Werbung haben Sie schon registriert oder nicht? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Wissen Sie nicht das? Also wissen Sie nicht? Nee. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin ja scheinbar auf Ihrer Webseite angemeldet. Also wir arbeiten mit dieser Werbung, ja? Also Sie können auf diese Werbung auch, können Sie auf unsere Plattform registrieren. Aber wenn Sie wissen nicht, oder wenn Sie möchten nicht investieren, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid, Herr Katschefein, ja? Also, ich muss weiterarbeiten, Herr Katschefein. Also, Sie müssen gar nicht. Also, wenn Sie haben noch Fragen, also Sie können später also mit unserer Supportabteilung auch sprechen, ja? Sie können alles nochmal fragen, ja? Das verstehe ich aber nicht und Ihre... Okay, Herr Kackefein. Das verstehe ich aber nicht und Ihre Anrufung, finde ich. Sie können mit unserer Supportabteilung sprechen, ach, du bist eine scheiß Betrügerin und du bist einfach zu doof zu merken, dass man dich am Telefon verarscht. Siehst. Betrüger. Sie sind Betrüger, ja? Nein, du bist Betrüger. Du betrügst die Leute, das ist... Gewerbsmäßiger Betrug, wollte ich sagen. Naja, hat sie dann nicht mehr interessiert, aber da war sie dann auch sofort schockiert, glaube ich. Naja, ich hoffe, euch hat dieses skurrile Telefonat auch mal gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal. Da könnt ihr euch die Zeit vertreiben bis zum nächsten Video. Wer möchte, kann gerne mal auf TikTok vorbeischauen. Auch dort heiße ich Callcenter Abzocke. Und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.